Ja, heute sind wir in der Fluxwerkstatt. So sieht es aus in der Fluxwerkstatt hier. Ein Haufen technische Geräte. Ja, aber unser bestes technisches Gerät, an dem wir hängen geblieben sind, nach wie vor Bedini-Motor. Ihr werdet euch sicher fragen, wozu man denn eigentlich diese dritte Wicklung benötigt. Ne? Also ich habe ja, wo ich meinen Bedini-Motor gewickelt habe, eine... Ach, wer kommt denn da jetzt? Ja, das ist der Fluxhund. Fluxhund, kommst du auch mit her? Was denn, sollen wir das Video jetzt nicht hochladen oder was? Hä? Wo bist du denn? Hier unten guckst du raus. Hey Kollege. Ja, Tiere sind immer mit dabei. Jawohl, die interessiert das auch. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Bei der dritten Wicklung, genau. Jawohl, was hat denn die dritte Wicklung eigentlich für einen Sinn? Ja, ich habe da lange rumgerätselt und habe Glück gehabt, habe einen älteren Bedini-Bastler kennengelernt, der mir da einen Trick erklärt hat. Ja, also hier, das ist die dritte Wicklung. Ich habe hier bei dem Motor nur 38 Windungen pro Stator extra drauf gemacht. Also normal müssten da viel mehr drauf, aber um den Effekt zu demonstrieren, dürfte das eigentlich ausreichen. Ne? Ja. Also, hier ist die Lüsterklemme, wo Anfang, Ende dieser Wicklung dran ist. Und da kommt es jetzt drauf an, beim Betrieb die richtige Richtung anzuzapfen. Da wird man keinen Lenzeffekt bekommen. Das heißt, wir müssen diesen sogenannten Back-EMF herausfinden. Ja, wie macht man das? Ja, da hat der Bedini-Bastler mir Folgendes gezeigt. Dann nimmt man einfach eine Diode und... schließt sie so rum an hier. Ja, die Diode ist jetzt dran. Dann können wir auch unseren Läufer draufsetzen. So, und hier müssen wir natürlich noch anschließen. So, angeschlossen. Das Ampermeter. Und dann wollen wir nochmal anlaufen lassen. Warum läuft er jetzt nicht? Ach, wir müssen den Plus noch an die Batterie anschließen. Genau. Das ist natürlich von Vorteil. So. Dran. Okay, lass mal loslaufen. Und er fährt sich jetzt ungefähr auf 50 mA ungefähr hoch. Ne? So, lass mal gucken, ob wir schon die richtige Seite erwischt haben hier. Ob wir den Back-EMF erwischt haben. Ja. Stellen wir das Messgerät mal hin. So. Noch nichts drauf. Und jetzt. Ja, mein Kameramann, der hier gerade da ist. Jawohl, da kommt die magische Hand. Die dritte Hand. So. Und wir messen jetzt hier raus. 0,89 Volt. Ist das jetzt der Back-EMF oder ist es nicht der Back-EMF? Dann schauen wir mal. Also die höhere Spannung von beiden Versionen ist dann der Back-EMF. Wir haben jetzt die Diode auf dieser Seite reingetan. Jetzt wollen wir sie mal umklemmen auf die andere Seite. So, jetzt haben wir die Diode umgeklemmt. Und mal gucken, wie viel Volt wir jetzt haben. Oh ja, das sieht besser aus. Da sind wir bei 5,13 Volt. Also die Seite ist richtig. Da haben wir unseren Back-EMF, der rauskommt. Und ja, und jetzt wird noch ein Kondensator parallel dazu geschalten. Ja, jetzt haben wir unseren Kondensator, ja, Elko, mit parallel rangeschalten. Und der Plus geht natürlich, hier ist der Plus, geht auf den Plus vom Eingang und der Minus geht auf den Minus vom Eingang. So, und jetzt schauen wir mal, wie viel Strom wir dadurch sparen können durch unsere dritte Wicklung. Naja, dritte Hand bitte anschließen. Sehr schön. So, lassen wir nochmal hochfahren, dass wir ganz genau wissen, wie viel er maximal zieht. So. Also ist jetzt knapp bei
50 Milliampere. Jawohl. Genau, ist hochgefahren. Gut, sagen wir so um die 50 Milliampere zieht er, ne? Um die Dreh rum. So, und jetzt tun wir unsere paar Windungen, die wir extra mit drauf gewickelt haben, über die Schaltung an den Eingang mal mit anschließen. So, hier ist der Plus. Und ich schließe an. Und wir sind 5 mA runtergegangen. Und an der Drehzahl tut sich nichts. Ist doch schon verblüffend, oder? Was meint ihr?